Willkommen zu einem kurzen neuen Video zu einer Service-Rückstellung an einem Opel Meriva A. Ist eigentlich eine ganz einfache Sache, wenn man weiß, wie es funktioniert. Das werde ich euch heute mal kurz zeigen. Also, auf geht's, rein ins Auto. So, was müssen wir machen? Ganz einfach. Ihr müsst diesen Knopf von dem Tageskilometerzähler drücken. Gedrückt halten und jetzt die Zündung in Stellung 1 drehen. So, jetzt blinkt die Inspektionsanzeige. Warten, gedrückt halten dabei. Warten. So, jetzt ist sie auf 0 gesprungen. Das war es eigentlich schon gewesen. Knopf könnt ihr loslassen. Ich mache die Zündung nochmal aus, mache sie wieder an und ja, der Service ist schon zurückgestellt. Funktioniert genauso beim Corsa C, beim Astra G, Meriva A, Zafira A. Das ist so das, was ich weiß. Also da kann man das genauso zurückstellen wie hier an diesem Opel Meriva. Ja, das war es eigentlich schon gewesen. Wie gesagt, eine ganz schnelle Sache. Dauert 10 Sekunden, wenn man weiß, wie es funktioniert. Ich zeige euch jetzt hier noch mal kurz was zum Auto. Wir haben hier einen Opel Meriva, falls jemand von euch Interesse haben sollte. Ich mache mal kurz das Piepen hier aus. Ich glaube, Baujahr 2007, Kilometerstand habt ihr gerade schon gesehen. Wir haben wieder was mit wenig gelaufen, 47.583 Kilometer. Wir haben Sitzheizung, wir haben CD-Radio, MP3-fähig, wir haben Klimaanlage. Was haben wir noch? Wir haben Multifunktionslenkrad. Wir haben ein nachgerüstetes PDC drin. Ich steig mal kurz aus. Auto hat eine relativ schicke Farbe. Ist relativ selten auch eine Meriva. Ja, hat Nebelscheinwerfer. Hat den 1,6er Motor drin mit 101 PS, glaube ich. Ja. Ich hatte hinten noch gesehen, ich glaube, eine Anhängerkupplung haben wir drin. Schauen wir mal kurz rein. Ja, wir haben hier noch eine abnehmbare Anhängerkupplung drin. Ja, das war es im Großen und Ganzen gewesen. Wie gesagt, wenn das Auto fertig ist, ist jetzt noch nicht fertig. Service haben wir jetzt schon zurückgesetzt, weil wir natürlich noch die Inspektion machen. Und ja, das war es im Großen und Ganzen gewesen. Viel Spaß beim Nachmachen. Lasst ein Like da. Bis dann. Ciao.